Hallo, hier bin ich wieder, euer Lanz, mit einem weiteren Stream aus Hellblade. Und ich stehe noch immer vor diesem Tor und verzweifle. Allerdings habe ich hier jetzt ein Muster entdeckt. Kann es sein, dass wir ganz woanders hin müssen? Ah, wir müssen es uns anscheinend da vorne abholen. Nochmal. Wir stecken nicht mehr in diesen. Wir müssen eine Übereinstimmung von... Jetzt haben wir es gelesen, mal. Das habe ich vorhin nicht wahrgenommen. Wir sollen ein ähnliches finden, um das Tor zu öffnen. Jetzt kriegen wir hier auch noch Hinweise. Focus and you will find it. Look towards the gate. And the gate will open. Aha. Das hat sich auch gehandelt. Was ist hinter dem Tor? Es hat funktioniert. Ja. Das ging jetzt aber. Ich habe 6 Jahre enslaved in Hell. Aber ich habe die Northmen gesehen. Ich habe ihre Wege. Ich weiß, dass du das getan hast. Hörst du? Und jeder andere lacht. Meine Leute erhielten einen schweren Preis. Carry my stories with you, and together we will make the Northmen feel our fury. Ah, es führt uns wieder weg. Du hast zugehört, dass alle anderen lachen, als alle anderen lachen. Another voice joins us. Eine weitere Stimme. She wants to try to make them go away. Pretend they weren't real. But what good is that? Sie seitlich gehen. When we are always here. Die Grafik ist Wahnsinn. I guess it's the same with heights. You can stand on the edge, pretend it's going to be okay. But you know that death is near. Waiting for you to make that little slip. Da konnte ich jetzt nichts machen, das war vorprogrammiert. Ah, ich muss wirklich die Balance halten. Mit der Maus? Nee. Mit der Maus hilft nichts. Mal schauen, was ich da machen muss. Jetzt sind wir schon zweimal tot gewesen. You can't fall. If you fall, you will die. Ah, ich muss mir immer mit rechts und links hier balancieren. Aber jetzt haben wir es geschafft. Wow, wow, wow. Komische Steuerung. The world of the dead is ruled by the giantess Hela, daughter of Loki. The gods feared her bloodline, bad on her mother's side and yet much worse on her father's. So, as a child, the Allfather cast her down into Helheim and gave her power over those who die of sickness, age, hardship, and self-slaughter. In all of the 9 worlds, only Hela can resurrect the dead. To Hela, your Dillion was sacrificed, and with her you must bargain. So.
Hier geht es wahrscheinlich weiter dann. Aber schauen wir noch, was da hinten ist. Wahrscheinlich ein Ausblick auf die Brücke. Auf Helheim. Auf die Brücke, wo wir nur tot rüber dürfen. Wie wollen wir das schaffen? Ja. Jetzt Steuerung nach unten. Die Steuerung ist jetzt von Assassin's Creed her gewöhnt natürlich ein wenig schwieriger. Und auch hier ist wieder dann Schluss. Wir können nicht mehr zurück. Ah, jetzt wird es aber duster. Der Kampf beginnt. Errungenschaft habe ich bekommen. The gate to Helheim divides the living from the dead. Is that the face of Hela herself? The half-rotten goddess that rules over Helheim. Whatever horrors lie behind that door, she must find him. Jemand ist hier. Someone's here. Aha, da hinten ist eine Kampfebene oder so. Zurück. I'll give you what you want. I won't resist anymore. Just give him back. Wieder. It's hard, this blood. Oh, oi, oi. Muss ich das wieder verlieren? Ja, muss ich das wieder verlieren. Können wir durch. Jetzt sind wir tot. A vision of what's to come. Poor Senua. The darkness does not bargain. It does not reason. It is rot. And now it has taken hold. It will spread towards her head, the seat of the soul,
until there is nothing left of her. All of her suffering will have been for nothing. It's just a matter of time. Wenn die Fäulnis Sinuas Kopf erreicht, ist ihre Aufgabe vorbei. Jeglicher Fortschritt verloren. Wie können wir die Fäulnis aufhalten? The hardest battles are fought in the mind. That is what Dillian taught her. With every defeat, the dark rot will grow and soon it will take her soul. But for now, at least, she still has control of her mind. And she will fulfill her vow, whatever the cost. Listen to me, Senua. The goddess Hela lies behind the gate to Helheim. To open the gate, you must first face the gods that guard it. The god of fire, Surt, and the god of illusion, Valravn. Spill their blood to open the gate to Helheim and enter the land of the dead. Also, erst müssen wir uns des Gott des Feuers und der Illusion stellen. Valravn, ancestor of the seers and master of ravens. He hunts his prey with his powers of illusion and feasts on their remains. Uh-oh. Follow the path to Valravn and defeat him in battle to earn his mark. The gate to Helheim cannot be opened without it. Also gehen wir erst mal zum Gott der Illusionen. Nehmen wir den linken Pfad. Können wir eigentlich looten? Sieht nicht so aus. Ah. Jetzt hätten wir jetzt was zu übersehen. Ymir was a frost giant. A being of darkness. And all his sons and grandsons were dark after him. Of his daughters and granddaughters, some were monstrous, but others fair. But there was another who came from the ice. Buri. In shape, he was like a man, big and powerful. His son, Bor, took a fair giant to be his wife. And they had three sons. Odin was the eldest, and the Northmen hold him to be the foremost of the gods, the All-Father. Also die Geburtsstunde der Götter. Hides the path to Valravn. Don't trust your eyes. Find another way to see the truth.
What's that? It's a wall. It's a door. No, it's a bitch. No, it's not. Push it. Push it. Push it. Do you think will happen? Come on. Come on. Push it. She did it. Also kurz mal einfach Interaktion drücken und schon haben wir das. Unser Weg wird mehr beschränkt. Wahrscheinlich müssen wir durch ein Tor gehen, oder? It's funny. We all want to see behind the veil, don't we? Once we do. We mostly just close our eyes again and pretend what we saw was never really there. So, jetzt sind wir durch dieses Tor gegangen und plötzlich ist es hier offen. Was war das mit der Illusion? Wir mussten einen anderen Weg finden, um... Naja, da kommt man nicht weiter, ist geblockt. Da oben ist irgendwie weiß gewesen, ne? Ah, wir waren ganz normal die Leiter hochlaufen. Oh Mann, schon sehr beklemmend, auch diese Untertöne, die, ich weiß nicht, ob die noch überhaupt rüberkommen. Kampfsteuerung vorhin ganz nett, obwohl ich bestimmt noch nicht alles wegen Kombos oder so verstanden habe. Das Einzige, was ich nicht so gut finde, ist, dass es nur eine sehr lineare Führung bisher ist. Nur kräftig drücken, dann geht es schon. Wir sind ja auch nicht schmächtig, ne? This is the price she pays for seeing things differently. Because once you gaze into the relentless darkness, all that lurks within it can see you too. Oh, der Tote. Schlagen. Aha. Nicht schon wieder. Ah, jetzt haben wir ihn doch. Wir haben ihn geschlagen. Jo. The will not stop her. She will find what she's looking for. Oh, wieder kräftig drücken. Spült es fast. Aber die Kampfsteuerung ist nett. Ja. Fokus. F. Valravn's power of illusion comes from ravens. Align the ravens to break his magic seal.
Show me what you have seen, Truth. Look how much it's changed. It's all different. Müssen wir das wiederfinden irgendwo? Könnte sich das irgendwie sieht es doch. Kann ich es bewegen? Ah, ich kann doch gehen. Könnte das hier sich. Ich würde mal sagen, ich muss jetzt das so fokussieren. To break the seal, align the ravens with the mark of Valravan. Allein, also ich muss es einfach nur. Warum geht das nicht? Kann ich jetzt nicht. Nein. Ah, das ist bestimmt doch ziemlich, oder? Naja, vielleicht nur ziemlich. Das ist aber dann nicht. Ich das gleichzeitig? Nee, aber wenn ich E drücke, kann ich mich nicht mehr bewegen. Jetzt stimmt es hier zwar. Nee, jetzt stimmt es wieder nicht. Mal wieder zurück. Ah, noch immer. Hey, jetzt ist es noch. Ah. Jetzt scheint es zu stimmen, oder? Nein, ich mag es wieder nicht mehr. Doch übereinstimmend, oder? Was sagt ihr? Wenn das ist mit dem Fokus wird es kleiner, also muss ich weiter weg. Nein. Mehr noch. Das ist wieder nett. Ah, passt wieder nicht. Ah, fast. Ey, hallo Leute, also wenn das nicht übereinstimmt, weiß ich jetzt nicht. Muss ich das wieder woanders finden? Also diese Tore sind schon nett, ne? Ach, schade.
Also jetzt habe ich einen Ton gehört. Ihr auch? Das passt noch nicht ganz. Das ist aber von der Steuerung her schon biestig. Jetzt passt's doch. Nicht? Zu klein. Mein Weg. Geht auch nicht. Weggehen geht auch nicht. F geht auch nicht. Und jetzt F. Oder? Also, nee, da drüben stimmt es nicht. Das ist jetzt kleiner. Jetzt ist es größer. Kleiner. Jetzt ist es viel größer. Viel größer. Noch immer viel größer. Kleiner. Größer. 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 Noch immer zu groß. Kleiner, oder?
Ja. Was soll denn das sein? Passt jetzt eigentlich? Nee. Ihm passt's nicht. Nee. Müssen wir dahin richten. Aha. Gott, seht ihr, was ich sehe? Aber wie kommen wir dazu, dass das Teil hier... Müssen wir irgendwo hochklettern, oder? Das Teil, das da hängt, im Fokus zusammensetzen können. Dafür müssen wir aber irgendwo hoch. Aber wo? Da ist ein Teil, da ist ein Teil, da. Wir müssen von da oben schauen können. Drei Linie dahin gehen, da müssen wir hier hoch. So, da drüben geht's rüber hierher. Also ganz zurück. Ganz raus. Heiderzacken. Wie kommen wir da hoch? Wird doch nicht so ewig weit weg sein, da hochzukommen. Nein. Aber von da aus links rum, kommen wir hier irgendwie links rum. Dann laufen wir halt ganz zurück. Nee, hier kommen wir aber nicht weiter. Ey, so weit zurück wird's nicht sein, oder? Nee, da kommen wir ja dann da oben auch nicht weiter. Also wie kommen wir da hoch? Also es sind schon heftige Rätsel. Ich dachte zwar, dass wir von unten das genauso sehen, wenn wir jetzt hier... hintergehen, müssten wir eigentlich das irgendwie kombinieren können miteinander, dass es sich
soll das funktionieren? Die Teile müssen aber irgendwie zusammenpassen. Dafür. Das ist aber. Wie ist denn das aufgehängt? Also ich hätte jetzt gesagt, wir müssen da hoch. Um das, weil das ist ja seitenverkehrt. F. Wer ist denn damit? War das vorhin schon offen? Bin ich jetzt blöd? Ach, wieder ein anderes Tor finden. Eieiei. So. Wenn ich jetzt hier hingehe und das hier kombiniere, dann würde ich sagen, habe ich es geschafft. Ja, heide, zack. So. Heide, zacken. Das sind schwere Rätsel. Also wir mussten wieder durch dieses Tor gehen, damit sich diese Wand öffnet von der Illusion her. Hallo? Ich drück doch. Ah, jetzt. Und wieder kräftig drücken. Die Faulheit steigt im Arm. Und jetzt haben wir hier. Do you feel it? It's like crossing into another world that looks the same but feels different. An imposter world. Where the forest itself is watching. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt in den Endkampf mit dem Typen gehen, ich denke, wir müssen wieder mal da hoch, weil hier ist ein neues Fokus. Aber dafür müssen wir wieder durch ein... Nee, schau mal. Hier geht's auf alle Fälle hoch. Aber wir kommen hier nicht rüber, weil wir erst durch ein Tor gehen müssen. So. Oder? So. Oder müssen wir durch dieses Tor? Wenn wir jetzt hier oben sind, geht noch immer nichts. Weil von da oben sehen wir dann diese Kreise auf das... Ach, wir müssen uns erstmal das Rätsel abholen. Aber dann langt's auch mit dem Stream erstmal. Another game. Another game. You know what to do. Stay back. Don't open it. It's not safe. Don't listen to them. Listen, listen. Don't open it. You can do it. Don't. To break the seal, align the ravens with the mark of Valravan. So, jetzt müssen wir. Ja, das leuchtet jetzt wieder. Aha. So, und wir müssen hier rüber, damit wir dann da hochschauen können. Und das Tor ist auch aktiv. Also rennen wir durch das Tor. Ja, müssen wir dann so durch. Ja. Dann können wir hier hoch. Ja, was ist das jetzt? Hilfe. Aber ich will doch... Ah! Wo kommen wir jetzt hin? Valravan, challenge me! You lost him. Where is he? It's all your fault. Valravan. Valravan's soul. Listen, focus, listen. Focus. Focus. Ah, hier. Ist jetzt das Tor gewesen? Werden wir sehen.
geht zurück. Nee. Einen Haufen Illusionen im Hals rum. Gehen wir runter. Weiter hinter. Hier lang gehen. We call such a person a gelt. Some like truth become gelt in search of pain. Others, like Senua, to purge a curse. Those who make it back are forever changed. Hilfe. Also es geht immer um diese Tore bisher. Wollen wir jetzt da hoch? Ja. Das ist überhaupt nicht bedrücken. She can get up now. She can get up now. What's happening? She can get up now. How can she get up? It must be magic. Dark magic. A trick. Die Treppe jetzt da. Ja, die war vorhin schon da. How can she get up? Bait. It's him. Dark magic draws her closer. It's not him. He's helping her. It's not him. It's a trick. She's doing it on her own. He's not tricking her. It's magic. It's an illusion. Weiter? Was meint ihr? Was soll ich hier?
mir sei sicher, dass ich da lang sollte. Ah. Oh mein Gott. Das ist goodness. Nein. Alles verwehrt. Eieieiei. Also spannend sind die Rätsel sehr. Da braucht man halt eine Ewigkeit mit so einem Deppen wie mir. Nein. Sagt, das ist. Ah ja, schaut euch das an. Es ist unglaublich. Wir haben unsere Steine aufgerichtet. Ah, das ist ein bisschen blöd, dass er da nicht drüber klettert, wenn man sich so ein bisschen vergeht. So. Und somit verabschiede ich mich von euch. Es ist ja wirklich ein sehr, sehr wildes Teil. Bis dann. Ciao.